Die Diskurse des Christus der letzten Tage. Der Weg der Praxis für den Wandel der eigenen Disposition. Habt ihr einen Weg gefunden, um einen Wandel eurer Disposition zu erreichen? Wisst ihr, welche Dinge sich ändern werden? Haltet ihr normalerweise über diesen Aspekt der Wahrheit Gemeinschaft? Wir haben gerade darüber Gemeinschaft gehalten, dass sich ein Wandel der Disposition nicht auf Änderungen im äußeren Verhalten oder Benehmen bezieht und auch nicht auf Änderungen in Vorschriften oder in deiner Persönlichkeit. Was genau bedeutet also ein Wandel der Disposition? Habt ihr euch darüber je Gedanken gemacht? Zuerst einmal müssen wir herausfinden und verstehen, welche Dispositionen und Dinge wir nach Gottes Willen ändern sollen. Ein Wandel der Disposition bedeutet keine Veränderung des Verhaltens oder der Persönlichkeit, geschweige denn eine Veränderung, durch die Menschen kenntnisreicher oder gebildeter werden. Gott will durch seine Worte die Gedanken und Ansichten eines jeden Menschen ändern und die Menschen befähigen, die Wahrheit zu verstehen, damit sie eine Veränderung in ihrer Sicht der Dinge erreichen können. Das ist jedoch nur ein Aspekt, während ein anderer darin besteht, die Grundsätze zu ändern, die dem Verhalten der Menschen zugrunde liegen, sprich ihre Lebenseinstellung zu ändern. Und ein weiterer Aspekt besteht darin, die tief verwurzelte satanische Natur und Disposition zu ändern, die sich in den Menschen offenbart. Im Allgemeinen umfasst ein Wandel der Disposition diese drei Aspekte. Lasst uns zunächst den ersten Aspekt eines Wandels der Disposition besprechen, die Art und Weise, wie Menschen die Dinge betrachten. Mit den Gedanken und Ansichten der Menschen meine ich ihre Sicht der Dinge. Der Mensch ist so stark von Satan verdorben worden, dass viele dieser Gedanken und Ansichten falsch und absurd sind, und Gott rettet die Menschen, indem er zuerst ihre Sicht der Dinge ändert. Hier ist ein einfaches Beispiel. Was ist euer Verständnis von Wissen? Von Wissenschaft? Sind Wissen und Wissenschaft die Wahrheit? Können sie die verdorbene Disposition der Menschen beseitigen und sie befähigen, das Abbild eines Menschen auszuleben? Können sie die Menschen vor dem Einfluss Satans retten? Können sie die Menschen dazu bringen, Gottes Kenntnis zu erlangen und sich ihm zu unterwerfen? Können sie die Menschen zu ihrer Rettung und an einen guten Bestimmungsort führen? Nein, das können sie nicht. Welchen Nutzen hat Wissen für das Leben eines Menschen? Was kann es ihm bringen? Manche Menschen denken, dass Wissen ein kostbares Gut in dieser Welt ist. Und je mehr Wissen sie haben, desto höher wird ihr Status sein, desto besser, angesehener und kultivierter werden sie selbst sein. Und folglich können sie nicht darauf verzichten. Andere Menschen glauben, wenn du viel lernst und dein Wissen erweiterst, liegt dir die Welt zu Füßen. Du wirst Status, Geld, einen guten Job und eine gute Zukunft haben. Sie glauben, dass es ohne Wissen unmöglich ist, in dieser Welt zu leben, dass, wenn jemand ungebildet ist, alle auf ihn herabschauen. Sie glauben, man würde sie diskriminieren und dass niemand bereit wäre, mit ihnen zu verkehren, dass Menschen, die ungebildet sind, auf der untersten Stufe der Gesellschaft stehen. Und so wird Wissen von den Menschen verehrt, und sie halten es für äußerst erhaben und wichtig, sogar für noch wichtiger als die Wahrheit.
Jemand mag daraufhin fragen, bin ich ohne Wissen in der Lage, Gottes Worte zu verstehen? Benutzt er nicht auch Wissen und Worte, wenn er spricht? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das Wissen, von dem ich jetzt spreche, bezieht sich auf die Menschheitsgeschichte, auf Geographie, Politik, Literatur, moderne Wissenschaft und Technologie oder auf bestimmte Fähigkeiten oder Fachwissen und so weiter. Die Menschen glauben, diese Dinge würden alle zu den Stärken der Menschheit gehören und dass Menschen, die über Wissen verfügen, die Welt zu Füßen liegt und sie in dieser Welt bestehen können, und so hält jeder Wissen für ungeheuer wichtig. Kurz gesagt, wie auch immer man es betrachtet, es handelt sich hier um einen Aspekt der menschlichen Gedanken und Ansichten. Es gibt ein altes Sprichwort, lies 10.000 Bücher, reise 10.000 Meilen. Aber was soll das bedeuten? Es bedeutet, je mehr du liest, desto mehr wirst du wissen und desto erfolgreicher wirst du sein. Du wirst von allen Gruppen von Menschen hoch angesehen werden und Status haben. Jeder Mensch hegt solche Gedanken in seinem Herzen. Wenn jemand aufgrund ungünstiger familiärer Umstände nicht in der Lage ist, einen Hochschulabschluss zu erlangen, wird er das sein ganzes Leben lang bedauern und fest entschlossen sein, dass seine Kinder und Enkelkinder mehr lernen, einen Universitätsabschluss erwerben oder sogar im Ausland studieren sollen. Jeder Mensch besitzt diesen Wissensdurst und das ist die Art und Weise, wie sie über Wissen denken, es betrachten und mit Wissen umgehen. Viele Eltern scheuen daher keine Mühen und Kosten, um ihre Kinder zu fördern und gehen sogar so weit, ihr Familienvermögen zu verschleudern, damit ihre Kinder studieren können. Und was ist mit den Maßnahmen, zu denen manche Eltern greifen, um ihre Kinder zu disziplinieren? Sie dürfen nur 3 Stunden pro Nacht schlafen, müssen ständig lernen und lesen, oder sie müssen es den alten Weisen gleich tun und ihre Haare an der Decke festbinden, um überhaupt nicht mehr schlafen zu können. Solche Geschichten, solche Tragödien haben sich von der Antike bis heute immer wieder ereignet und sind die Folgen des Wissensdurstes der Menschen und ihrer Verehrung von Wissen. Ihr mögt diese Worte geschmacklos finden, denn es gibt unter euch Menschen mit beeindruckendem Wissen und akademischen Qualifikationen. Natürlich sage ich nicht, dass es schlecht für euch ist, gebildet zu sein, aber ihr müsst damit richtig umgehen. Und zwar müsst ihr sowohl eine korrekte Vorgehensweise für den Umgang mit satanischen Dingen haben, als auch dafür, diese zu begreifen und zu verstehen. Ich verbiete euch nicht zu studieren und natürlich hindere ich euch auch nicht daran, eure Kinder zu fördern, indem ihr sie einen Abschluss machen und einen guten Job finden lasst. Das sage ich nicht. Ich schränke euch nicht ein. Ich sage nur meine Meinung und decke auf, wie sehr die verdorbene Menschheit Wissen verehrt. Unabhängig davon, wie hoch dein Wissensstand momentan ist oder wie anspruchsvoll deine Abschlüsse und akademischen Qualifikationen sind. Ich spreche gerade darüber, wie die Menschen Wissen betrachten und wie ich Wissen sehe. Wisst ihr, was Gott über Wissen denkt? Jemand könnte nun sagen, dass Gott sich für die Menschheit eine gut entwickelte Wissenschaft wünscht und dass sie mehr wissenschaftliche Erkenntnisse verstehen, denn er möchte nicht, dass die Menschen zu rückständig und ignorant sind und nichts verstehen. Das ist richtig, aber Gott benutzt diese Dinge, um einen Dienst zu leisten und billigt sie nicht.
Egal wie wunderbar diese Dinge in den Augen der Menschen sind, sie sind weder die Wahrheit noch ein Ersatz für die Wahrheit, also tut Gott die Wahrheit kund, um die Menschen und ihre Dispositionen zu ändern. Auch wenn Gottes Worte gelegentlich Ansichten oder Sichtweisen über Wissen wie den Konfuzianismus oder die Sozialwissenschaften berühren, sind sie nur stellvertretend für solche Ansichten. Wenn wir zwischen den Zeilen von Gottes Worten lesen, sollten wir erkennen, dass er menschliches Wissen verabscheut. Das menschliche Wissen enthält nicht nur simple Aussagen und einfache Lehren, sondern auch einige Gedanken und Ansichten sowie menschliche Absurdität, Vorurteile und satanische Gifte. Manches Wissen kann die Menschen sogar in die Irre führen und verderben. Es ist das Gift und der Tumor Satans, und wenn jemand dieses Wissen angenommen und verstanden hat, wird Satans Gift zu einem Tumor in seinem Herzen wachsen. Dieser Tumor wird sich im gesamten Körper ausbreiten und unweigerlich zum Tod führen, wenn der Mensch nicht durch Gottes Worte und durch die Wahrheit geheilt wird. Je mehr Wissen sich die Menschen aneignen, je mehr sie begreifen, desto unwahrscheinlicher ist es also, dass sie an die Existenz Gottes glauben. Stattdessen werden sie ihn verleugnen und sich ihm widersetzen, denn Wissen ist etwas, das sie sehen und anfassen können und das sich meist auf Dinge in ihrem Leben bezieht. Die Menschen können in der Schule viel lernen und sich eine Menge Wissen aneignen, aber sie sind blind gegenüber der Quelle des Wissens und seiner Verbindung mit dem geistlichen Reich. Das meiste Wissen, das die Menschen lernen und begreifen, widerspricht der Wahrheit von Gottes Worten. Vor allem der philosophische Materialismus und die Evolution gehören zu den Irrlehren und Irrtümern des Atheismus. Es ist zweifellos eine Ansammlung von Irrtümern, die Gott widerstreben. Was bringt es dir, wenn du Geschichtsbücher, Werke bekannter Autoren oder Biografien großer Persönlichkeiten liest oder dich mit bestimmten wissenschaftlichen oder technischen Aspekten beschäftigst? Wenn du zum Beispiel Physik studierst, wirst du einige physikalische Prinzipien, die Newtonsche Theorie oder andere Lehren beherrschen, aber wenn du sie gelernt und verinnerlicht hast, werden diese Dinge deinen Verstand übernehmen und dein Denken kontrollieren. Wenn du dann Gottes Worte liest, wirst du denken, warum erwähnt Gott die Schwerkraft nicht? Warum spricht er nicht über den Weltraum? Warum spricht Gott nicht darüber, ob der Mond eine Atmosphäre hat oder wie viel Sauerstoff es auf der Erde gibt? Gott sollte diese Dinge offenlegen, denn das sind die Dinge, die wirklich bekannt gemacht und den Menschen gesagt werden müssen. Wenn du solche Gedanken in deinem Herzen hegst, dann wirst du die Wahrheit und Gottes Worte als zweitrangig ansehen und stattdessen dein Wissen und deine Theorien in den Vordergrund stellen. So wirst du mit Gottes Wort umgehen. Auf jeden Fall werden diese intellektuellen Themen den Menschen einen falschen Eindruck vermitteln und sie dazu bringen, sich von Gott abzuwenden. Es spielt keine Rolle, ob ihr es glaubt oder nicht, oder ob ihr es heute akzeptieren könnt. Der Tag wird kommen, an dem ihr diese Tatsache zugeben werdet. Versteht ihr wirklich, wie Wissen die Menschen ins Verderben, in die Hölle führen kann? Manche Menschen wollen das vielleicht nicht akzeptieren, weil es unter euch einige hochgebildete und sehr kenntnisreiche Menschen gibt. Ich mache mich nicht über euch lustig oder bin sarkastisch, ich stelle hier einfach nur eine Tatsache fest. Ich verlange auch nicht, dass ihr das hier und jetzt akzeptiert, sondern dass ihr allmählich Verständnis für diesen Aspekt erlangt.
Wissen führt dazu, dass du deinen Verstand und Intellekt benutzt, um mit allem, was Gott tut, umzugehen und es zu analysieren. Es wird dich daran hindern und es dir erschweren, Gottes Kenntnis zu erlangen und sein Wirken zu erfahren. Und es wird dich dazu bringen, dich von Gott abzuwenden und ihm Widerstand zu leisten. Aber du verfügst jetzt schon über Wissen, was solltest du also tun? Du musst zwischen Wissen, das praktisch ist, und Wissen, das von Satan kommt und als Ketzerei und Irrtum einzustufen ist, unterscheiden. Wenn du nur atheistisches, absurdes Wissen akzeptierst, kann es deinen Glauben an Gott behindern, deine normale Beziehung zu ihm und deine Akzeptanz der Wahrheit stören und dir deinen Lebenseintritt blockieren. Du musst das wissen, denn es ist richtig und ihr alle solltet dieses Thema richtig verstehen. Ich weiß, dass einige Brüder und Schwestern sehr gebildet sind und ich will euch nicht angreifen, verhöhnen oder ins Abseits drängen. Dieses Thema ist heute plötzlich aufgekommen und ich habe nur ein paar Worte gesprochen, um euch zu warnen, nicht um absichtlich denjenigen von euch mit hohen akademischen Qualifikationen oder etwas Wissen und Kultur Probleme zu bereiten. Es geht mir nicht darum, euch negativ oder depressiv zu machen. Das ist überhaupt nicht die Absicht. Nun, könnt ihr das richtig verstehen? Ja. Wenn ihr das könnt, dann bin ich erleichtert und kann aufatmen. Nach so viel gemeinschaftlichem Austausch könnt ihr jetzt sehen, dass es nicht so einfach ist, erfolgreich seine Disposition zu verändern. Man kann das nicht einfach nur dadurch erreichen, dass man Glaubenslehren versteht und Vorschriften befolgt. Du musst zuerst dich selbst verstehen, über deine Gedanken und Ansichten nachdenken können und zutage fördern, welche davon in deinem Herzen existieren, die Gott verleugnen und sich ihm widersetzen, sowie all die Dinge in deinem Herzen, die Gott hasst und verabscheut. Hast du tatsächlich irgendein Verständnis deiner eigenen satanischen Natur oder der verschiedenen satanischen Dispositionen, die du für gewöhnlich offenbarst? Bist du wirklich in der Lage, sie im Detail zu analysieren? Verdorbene Menschen haben alle satanische Dispositionen und sie haben alle tief verwurzelte, irrige Gedanken und Ideen. Alle Menschen sind gleich und tragen eine gewisse Verdorbenheit in sich, die der Wahrheit feindlich gesinnt ist und sich Gott widersetzt. Nichts davon ist mit der Wahrheit vereinbar und die meisten Menschen können das akzeptieren. Gerade habe ich darüber gesprochen, wie menschliches Wissen zu verstehen ist und warum ich sage, dass vieles davon absurd und falsch ist. Einige von euch werden sich bei diesen Worten vielleicht unwohl fühlen, als hätte man sie an einem wunden Punkt getroffen, aber es musste einfach gesagt werden. Viele eurer irrigen Ansichten entstammen diesem Wissen und dieses abwegige und absurde Wissen erzeugt irrige Gedanken und Ansichten, die sich tief in euren Herzen verankern. Wenn ihr diese fehlgeleiteten Ansichten nicht beseitigt, wird es euch schwerfallen, die Wahrheit zu akzeptieren, geschweige denn, sie in die Praxis umzusetzen. Ich hoffe daher, dass ihr Gottes Worte und alle Wahrheiten, die er kundtut, annehmen könnt. Auch wenn du nicht willens bist, solltest du dennoch aus ihnen lernen und versuchen, sie zu akzeptieren. Auf diese Weise werden eure Herzen Gott näher kommen und ihr werdet euch seinen Anforderungen nähern.
wenn ihr Gottes Worte nicht auf diese Weise praktisch erlebt, indem ihr die Wahrheit in die Praxis umsetzt, wird euer Glaube an Gott immer nur ein Lippenbekenntnis bleiben und es wird euch nicht möglich sein, in die Wahrheitsrealität einzutreten. Ist es nicht so? Heute habe ich ein wenig über Wissen gesprochen, was euch vielleicht ein bisschen unangenehm war. Wenn ihr euch unwohl fühlt, dann tut mir das leid, aber ihr müsst euch diesen Realitäten stellen, denn ihr könnt euch nicht vor ihnen drücken. Wenn du dich vor ihnen drückst, wann wirst du dann wissen, was an deinen Gedanken und Ansichten richtig und was falsch ist? Du kannst es nicht wissen. Du wirst dich diesen Tatsachen eines Tages stellen müssen oder, wie die Nichtgläubigen sagen, eine hässliche Frau wird irgendwann ihre Schwiegereltern treffen. Da du jetzt an Gott glaubst, wenn du seine Züchtigung und sein Gericht annehmen willst, wenn du Lebenseintritt erlangen, einen Wandel deiner Disposition erreichen und gerettet werden willst, dann musst du dich diesen Tatsachen stellen, deine Lehren daraus ziehen und einige Qualen und Leid ertragen. Du möchtest in deinem Herzen zu Gott beten, aber dir fehlen die richtigen Worte und du bist sprachlos, und wenn dir so etwas noch einmal widerfährt, wirst du dich wieder einige Tage lang unwohl fühlen und wieder sprachlos sein. Aber beim nächsten Mal wirst du unbewusst entdecken, dass es wirklich einige Dinge in deinen Gedanken und Ansichten gibt, die sich Gott widersetzen. Du wirst nicken und zugeben können, ehrlich und ernsthaft zugeben können, dass alles, was Gott gesagt hat, wahr ist, dass es darin keine Falschheit gibt und dass Gott die Menschen wirklich am besten kennt und dass er am besten versteht, was tatsächlich in den Herzen der Menschen zu finden ist. Der Tag wird kommen, an dem du dieses Maß an Erfahrung haben wirst, und dann bist du auf dem richtigen Weg, um an Gott zu glauben und um deine Lebensdisposition zu ändern. Weil du zu diesem Zeitpunkt nicht mehr jedem Wort, das Gott sagt, widersprichst, wirst du dich nicht mehr unwohl fühlen, wenn du seine Worte hörst, und du wirst in der Lage sein, jede Tatsache, die Gott aufdeckt, zu akzeptieren, ohne Widerwillen und ohne davor wegzulaufen. Du wirst dich den Tatsachen auf angemessene Weise stellen und damit beweisen, dass du bereits in das Wort Gottes eingetreten bist. Was wir heute hier getan haben, war nur ein kleiner Anfang, nur ein kleines Experiment, das wir durchgeführt haben. Ihr habt euch dabei vielleicht ein bisschen unwohl gefühlt, ein bisschen unbehaglich, aber das macht nichts. Mir macht das nichts aus und ich hoffe, euch macht es auch nichts aus, denn Gottes Worte des Gerichts sind noch viel härter als diese Worte. Wenn Gott euch wirklich richten will, wird er viel strengere Worte benutzen. Glaubst du, dass Gottes Worte freundlich sein werden, wenn er eine verdorbene Menschheit ohne normale Menschlichkeit erblickt, die unvernünftig ist und wissentlich Gott immer noch leugnet, verurteilt und sich ihm widersetzt? Könnte Gott bei der Entlarvung des Menschen denn eine freundliche Haltung an den Tag legen? Natürlich nicht. Gottes Worte wären definitiv ziemlich streng, tiefgehend und auf den Punkt. Wenn ihr die paar Fakten akzeptieren könnt, über die wir heute Gemeinschaft gehalten haben, dann beweist das, dass ihr einen guten ersten Schritt gemacht habt, um Gottes Wort, seine Züchtigung und sein Gericht zu akzeptieren. Hinsichtlich dieses ersten Aspekts haben wir über das Problem der Gedanken und Ansichten gesprochen, und zwar mit Hilfe eines kleinen Beispiels, das ihr alle kennt, nämlich dem Thema Wissen. Ich habe nicht sehr viel über dieses Thema Gemeinschaft gehalten, weil ich befürchtete,
dass es einigen Leuten unangenehm sein könnte, also habe ich aus Rücksicht auf ihre Gefühle nur wenig darüber gesagt und dabei auch nur kurz und unzureichend. Ich hoffe, dass ihr euch darüber durch eure Erfahrungen allmählich klar werden könnt, langsam die Wahrheit in diesem Bereich sucht und erlebt, was Wissen bei Menschen bewirken kann. Vielleicht werden wir uns in Zukunft mehr über dieses Thema Gemeinschaft halten und ich hoffe, dass ihr euch dann nicht unwohl fühlt und nicht denkt, geht das etwa gegen mich? Ist das gegen mich gerichtet? Hab keine solchen Gedanken oder Ideen mehr. Aber lasst uns vorerst unseren gemeinschaftlichen Austausch über den ersten Aspekt hier beenden. Jetzt werden wir über den zweiten Aspekt des Dispositionswandels Gemeinschaft halten, die Lebenseinstellung. Was habt ihr für eine? Was sind die Grundsätze, nach denen ihr lebt? Versteht ihr diese? Habt ihr überhaupt irgendwelche Grundsätze? Habt ihr eine Vorstellung, was eure Lebenseinstellung sein soll? Womit ich meine, was für eine Art Mensch willst du sein? Was ist deine Lebenseinstellung, die Ausrichtung deines Lebens? Ich möchte jemand sein, den Gott mag. Ich möchte Gott für den Rest meines Lebens nachfolgen. Ich möchte Gotteskenntnis erlangen. Ich möchte mich von meiner verdorbenen Disposition befreien und von Gott gerettet werden. Was ihr da gesagt habt, ist alles großartig und beweist, dass ihr euch mit ganzem Herzen anstrengt, nach der Wahrheit zu streben und entschlossen seid, Gott zu folgen, um die Wahrheit zu erlangen, und dass ihr ein richtiges Ziel und eine richtige Ausrichtung für euer Verhalten habt. Das zeigt, dass euer Herz in eurem Glauben an Gott nicht leer ist und ihr nicht nur Zeit verschwendet. Ihr habt in dieser Zeit einige Fortschritte gemacht und das stellt eine Veränderung dar. Zumindest werdet ihr nicht, wie die Nichtgläubigen sagen, im Leben geht es nur um Essen und Bekleidung. Wenn ihr jemanden solche Dinge sagen hört, werdet ihr sie nicht ausstehen können und sie verschmähen. Egal wie weit ihr in die Wahrheit eingetreten seid, ihr solltet entschlossen sein, Gott gut nachzufolgen. Ihr solltet in euren Herzen wissen, da Gott uns die Ziele und Geheimnisse seines Führungsplans und seine Absicht, die Menschheit zu retten, offenbart hat, und da wir seine Versprechen und Segnungen gesehen haben, würden wir ihn wirklich enttäuschen, wenn wir passiv und rücksichtslos gegenüber Gottes Absichten blieben, und wir würden ihm so viel schuldig sein. Ein solches Herz zu haben beweist, dass euer Geist bereits erwacht ist und begonnen hat, sich zu verändern. Nach euren Bemühungen, eure Pflicht auszuführen, zu urteilen, strebt ihr jedenfalls alle in die Richtung und nach den Zielen, die Gott verlangt. Und das ist auch richtig so. Ganz gleich, wie sich eure Ansichten hinsichtlich des Strebens auch unterscheiden mögen, aber sie sind alle ganz praktisch und nichts, was ihr euch nur eingebildet habt oder bedeutungslos ist. Denkt ihr, dass wir die Ansicht haben sollten, uns zu bemühen, Menschen zu sein, die sich Gott wirklich unterwerfen und ihn anbeten? Sollten wir nicht eine Lebenseinstellung haben, bei der wir uns Gott nicht mehr widersetzen und ihn nicht mehr dazu bringen, uns zu verabscheuen oder wütend und ständig zornig auf uns zu sein, sondern bei der Gottes Herz getröstet wird und wir, wie Abraham, wahre Anbeter Gottes sind? Das ist die Lebenseinstellung, die die Menschen haben sollten. Wenn diese Art von Lebenseinstellung und diese Art von Gedanken in deinem Herzen Wurzeln geschlagen haben und dein Streben dieser Ausrichtung folgt,
wird dann nicht die Versuchung und Verführung durch weltlichen Reichtum, Status, Ruhm und Gewinn geringer sein? Wenn du mit dieser Ausrichtung dich anstrengst, praktizierst und Erfahrungen sammelst, werden Gottes Worte, ohne dass du es merkst, zu deinem Lebensmotto in deinem Herzen und zur Grundlage deiner Existenz. Ehe du dich versiehst, werden die Worte Gottes in dir zu deinem Leben und deinem Lebensweg. Wird an diesem Punkt nicht alles auf der Welt für dich unwichtig sein? Deshalb ist es auch wichtig, wie deine Lebenseinstellung ist. Welcher Richtung folgt dein Streben in deinem Glauben an Gott? Ist es die richtige Richtung? Ist es der richtige Weg? Wie weit liegst du noch hinter Gottes Anforderungen zurück? Wenn dein Streben auf Gottes Anforderungen gründet, dann hast du die richtige Richtung eingeschlagen. Es spielt keine Rolle, ob du ein bisschen vom Weg abkommst, ein bisschen schwach bist oder ein paar Misserfolge erlebst. Gott wird sich nicht daran erinnern und wird dich immer unterstützen, bis du in deinem Leben wächst. Was denkst du, welche Art von Menschen gefällt Gott? Gott mag die Menschen, die nach der Wahrheit streben, die entschlossen und ehrlich sind. Deine Unwissenheit, deine Schwäche oder dein Mangel an Weisheit beunruhigen ihn nicht. Aber er verabscheut es, wenn du nicht nach der Wahrheit strebst oder wenn du die Wahrheit verstehst, sie aber nicht in die Praxis umsetzt, oder wenn du lebst, ohne seine Worte zu lesen, wie ein seelenloses Tier, ohne Ziel oder Richtung in deinem Leben. Gott verabscheut es, wenn du eine solche Einstellung zum Glauben an ihn aufweist. Um durch den Glauben an Gott einen Wandel deiner Disposition zu erreichen, ist daher das Niveau deiner Lebenseinstellung sehr wichtig. Manche Menschen sagen, mein Ziel im Leben ist es, dass Gott mir einen wichtigen Auftrag erteilt, dass ich ihm dienen kann. Ist das ein gutes Streben? Ein solches Streben mag ja gut sein, aber die menschliche Größe ist begrenzt. Das Kaliber der Menschen ist unterschiedlich beschaffen und sie leben in unterschiedlichen Verhältnissen, sodass dein Streben nach diesem Ziel zwar richtig ist, aber vielleicht nicht für dich geeignet. Die Lebenseinstellung der Menschen sollte es sein, jemand zu werden, der über Wahrheit, Menschlichkeit, Gewissen und Vernunft verfügt und Gott anbetet. Also ein echter Mensch. Das ist das korrekteste Streben. Manche Leute sagen, sind wir nicht bereits echte Menschen? Äußerlich seid ihr das vielleicht, denn ihr habt Nasen und Augen und eine menschliche Gestalt, aber von eurem Wesen her seid ihr noch keine richtigen Menschen. Es mangelt euch immer noch an zu vielen Dingen und ihr versteht zu wenig Wahrheiten. Um ein echter Mensch zu sein, jemand, der die Wahrheit besitzt und Menschlichkeit aufweist, jemand, der Gott fürchtet und das Böse meidet, der seinem Willen folgt und Gott anbetet, müsst ihr nach der Wahrheit streben und sie erlangen. Das ist eine Frage des persönlichen Praktizierens. Der dritte Aspekt eines Wandels der Disposition betrifft die satanische Natur des Menschen. Diesen Aspekt müssen wir mehr als alle anderen verstehen und begreifen, denn das ist der wichtigste Aspekt im Zusammenhang mit einem Wandel der Disposition. Die satanische Natur ist die verdorbene Disposition und das verdorbene Wesen der Menschheit, und dieses Thema wird häufig in den Worten Gottes erwähnt, die diesen Aspekt am deutlichsten enthüllen. Das, was Gott über diesen Aspekt sagt, sind auch seine strengsten Worte, und er drückt sich dabei auf unterschiedliche Weise aus,
einige seiner Worte entlarven und richten direkt, während andere taktvoller formuliert sind, damit die Leute sie akzeptieren. Aber ganz gleich, wie es gesagt wird, in welchem Stil oder Ton, es ist eine Tatsache, dass das, was Gott aufdeckt, das Wesen des Menschen ist. Gott deckt den typischsten Aspekt der satanischen Natur in zwei Kapiteln auf. Was ist das typische Wesen der satanischen Natur? Wisst ihr das? Eine verräterische Natur. Die verräterische Natur, die in Gottes Worten ein sehr ernstes Problem, Verrat 1 und ein sehr ernstes Problem, Verrat 2, enthüllt wird, ist die typische Ausprägung der satanischen Natur. Andere Aspekte wie die Selbstgerechtigkeit, die Arroganz und die Verlogenheit der Menschheit oder ihre Niederträchtigkeit und ihr Widerstand, sie alle werden in jedem Kapitel in gewisser Weise erwähnt, aber es gibt kein einziges Kapitel, in dem die Wahrheit dieser Aspekte besonders hervorgehoben wird. Gott hat zwei ganze Kapitel nur zum Thema Verrat gesprochen. Daraus können wir ersehen, dass in Gottes Augen menschlicher Verrat äußerst schwerwiegend ist, dass er eine direkte Kränkung seiner Disposition darstellt und er ihn verflucht und am meisten hasst. Wie seziert Gott das Wesen des menschlichen Verrats und wie befasst er sich damit? Natürlich missfällt Gott der menschliche Verrat. Er hasst und verabscheut ihn und er verabscheut diejenigen, die ihn verraten. Verrat entspricht dem Urbild der satanischen Natur. Woher stammt die eigentliche Ursache für die Natur des menschlichen Verrats? Von Satan. Wir müssen daher diesen Aspekt der Disposition verstehen. Die Quelle von Verrat ist Satan, Satans Natur ist Verrat und die Disposition, die die Menschen durch die Dinge, die sie tun, offenbaren, wird von Gott als Verrat angesehen. Warum erörtert Gott diese Angelegenheit so ausführlich? Weil menschlicher Verrat unabhängig von Ort und Zeit immer wieder vorkommt und weil sich, egal wie jemand sich verhält, stets etwas tief in der menschlichen Natur Verwurzeltes gegen Gott richtet. Manche Leute sagen, ich will mich nicht gegen Gott stellen oder mich ihm widersetzen. Aber das wirst du, denn in dir steckt eine verräterische Natur, was bedeutet, dass du dich Gott nicht unterwerfen kannst, ihm nicht bis zum Ende folgen kannst und Gottes Worte nicht vollständig als dein Leben akzeptieren kannst. Wie solltest du das Problem von Verrat verstehen? Egal wie lange du schon an Gott glaubst, wie viele seiner Worte du gegessen und getrunken hast oder wie tief dein Verständnis von ihm ist, solange deine Natur Gott verrät und du seine Worte nicht als dein Leben angenommen hast, solange du nicht in die Wahrheit seiner Worte eingetreten bist, wird dein Wesen Gott für immer verraten. Das heißt, wenn sich deine Disposition nicht geändert hat, bist du jemand, der Gott verrät. Manche Leute sagen, ich kann Gottes Worte begreifen und alles verstehen, was er sagt. Ich bin auch bereit, sie zu akzeptieren. Wie kann man mich also als jemanden bezeichnen, der Gott verrät? Nur weil du bereit bist, sie zu akzeptieren, heißt das noch lange nicht, dass du in der Lage bist, Gottes Worte auszuleben, geschweige denn, dass du durch sie bereits vollkommen gemacht wurdest. Die Wahrheit über die verräterische Natur der Menschheit ist tiefgründig, und wenn ihr diesen Aspekt der Wahrheit verstehen wollt, dann müsst ihr vielleicht eine Zeit lang Erfahrung damit sammeln. In Gottes Augen steht alles, was jeder gottgläubige Mensch tut,
im Widerspruch zur Wahrheit, ist unvereinbar mit Gottes Wort und steht ihm feindselig gegenüber. Vielleicht könnt ihr das auch nicht akzeptieren und sagt, wir dienen Gott, beten Gott an und tun unsere Pflicht in Gottes Haus. Wir haben so viel getan, alles nach Gottes Worten und Anforderungen und im Einklang mit den Arbeitsanordnungen. Wie kann man behaupten, dass wir uns Gott widersetzen und ihn verraten? Warum musst du immer unseren Enthusiasmus dämpfen? Wir haben unter großen Schwierigkeiten unserer Familie und unseren Karrieren entsagt und waren entschlossen, Gott zu folgen. Wie kannst du also so über uns sprechen? Ich spreche so, um sicherzustellen, dass alle Folgendes verstehen. Es ist nicht so, dass jemand, der sich gut benimmt, etwas entsagt oder einige Mühsal erleidet, seine verräterische Natur ändern wird. Auf keinen Fall. Dazu ist es notwendig, dass du leidest und deine Pflicht tust, aber nur weil du leiden oder deine Pflicht ausführen kannst, heißt das nicht, dass deine verdorbene Disposition nicht mehr existiert. Das liegt daran, dass sich die Lebensdisposition von niemandem wirklich verändert hat und jeder noch weit davon entfernt ist, Gottes Absichten zufriedenzustellen und seinen Anforderungen gerecht zu werden. Der Glaube der Menschen an Gott ist zu stark verfälscht und ihre verdorbenen Dispositionen offenbaren sich zu sehr. Obwohl viele Leiter und Mitarbeiter Gott dienen, widersetzen sie sich ihm auch. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie sich absichtlich Gottes Worten widersetzen und nicht nach seinen Wünschen handeln. Sie verstoßen absichtlich gegen die Wahrheit, bestehen darauf, nach ihrem eigenen Willen zu handeln, ihre eigenen Pläne und Ziele zu erreichen, Gott zu verraten und ihr eigenes unabhängiges Reich zu errichten, in dem gilt, was sie sagen. Das bedeutet es, Gott zu dienen und sich ihm zugleich zu widersetzen. Habt ihr das nun verstanden? Lasst uns nun nicht mehr über Verrat Gemeinschaft halten. Es gibt da nämlich noch ein entscheidendes Problem, und zwar die Arroganz und Eingebildetheit, die typisch für die satanische Natur sind. Die Arroganz der Menschen offenbart und zeigt sich überall und kann nicht gezügelt werden, selbst wenn sie es wollten. Von Zeit zu Zeit offenbart sie sich und bricht aus ihnen heraus, und die Menschen können nichts dagegen tun. Nachdem sie aus ihnen herausgebrochen ist, bereuen sie den Ausbruch, und nachdem sie ihn bereut haben, nehmen sie sich fest vor, so etwas nie wieder zuzulassen, es nie wieder zu offenbaren, doch sie können sie trotzdem nicht kontrollieren. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich die Disposition der Menschen nicht geändert hat und ihre verdorbene Disposition immer noch besteht. Sie wird nie einfach automatisch aus ihrem Inneren verschwinden, und wenn etwas passiert, wird sich ihre verdorbene Disposition ganz automatisch offenbaren. All das ist auf die arrogante und eitle Disposition der Menschen zurückzuführen. Wenn du mehr von der Wahrheit verstehst, sie in die Praxis umsetzen kannst und die Wahrheitsgrundsätze begreifst, und wenn dein Verständnis der Wahrheit immer praktischer wird und du Gottes Kenntnis besitzt und seinen Anforderungen näherst, wenn sich deine Sicht der Dinge verändert hat, dann wird deine arrogante Disposition allmählich nachlassen, langsam verschwinden und deine Lebensdisposition wird sich zu ändern beginnen. Dann kann das Problem deiner verräterischen Disposition als vollständig beseitigt betrachtet werden, und erst dann bist du jemand, der wirklich gerettet wurde.